Die Fortuna vor einem Negativrekord? 68 Gegentore vor dem Spiel gegen Osnabrück. Nur 3 Mannschaften sammelten in der Drittliga-Historie mehr Gegentore. Alle 3 stiegen allerdings ab. Bei der Fortuna vor dem Spiel an der Bremer Brücke Tim Boss im Tor. Er ersetzte den verletzten André Poppenburg. Zudem kehrte der Defensivblock wieder zurück. Boneoa Ferro wieder in der Startformation in der Innenverteidigung neben Florian Hörnig. Flottmann dafür auf der rechten Seite. Und die Fortuna, für die es in diesem Spiel eigentlich um nichts mehr ging, sie war von Beginn an da. Osnabrück ja noch mit der Möglichkeit, den 4. Platz und die Teilnahme am DFB-Pokal zu erreichen. Die Fortuna setzte dem aber viel entgegen. 15. Minute, erste Torannäherung von Marco Königs. Der VfL Osnabrück auf Tabellenplatz 5, er brauchte Schützenhilfe von den Würzburger Kickers, musste seine Hausaufgaben hier aber erst einmal selber erledigen. Es brauchte bis zur 21. Minute, ehe David Pizot sich mit diesem Freistoß dem Tor von Tim Boss annäherte. Die Fortuna machte das insgesamt clever, stand hinten stabil und lauerte vorne auf Konter. 24. Minute, Marco Königs auf die Reise geschickt gegen Pizot, Königs gegen Schwäbe. Aber der Schlussmann des VfL Osnabrück, der Sieger, eine Leihgabe der TSG Hoffenheim Schwäbe. Er wird nach der Saison zurück in den Kraichgau gehen. Osnabrück blieb einzig bei Standards gefährlich. Wieder ist es Pizot, der da auftaucht. Aber nicht wirklich gefährlich für das Tor von Tim Boss. Es war zunächst alles andere als ein Offensivspektakel an der Bremer Brücke. Die Fortuna hatte aber die gefährlicheren Momente. Konter über Sousa, Kwame und dann nochmal Sousa. Aber der trifft den Ball da nicht vor Schwäbe. 29 Minuten vorbei. Magdeburg zu diesem Zeitpunkt gegen Würzburg in Rückstand. Aber Groß Asbach führte in Dresden. Trotzdem die Möglichkeit da auf Platz 4 für Osnabrück. Es brauchte ein Tor und dabei half beinahe die Fortuna. Schröder köpfte diesen Eckball hier auf den eigenen Querbalken. 32 Minuten vorbei. Es ging aber torlos in die Kabine. Seitenwechsel, beide Mannschaften mit demselben Personal auf dem Platz und die Fortuna weiter konzentriert und nüchtern. 47. Minute, Marco Königs auf dem linken Flügel mit der Hereingabe und in der Mitte haben die Damani. 1:0 für Fortuna Köln, die Führung gar nicht mal unverdient. Die Fortuna machte sich auf den Weg, die Party hier an der Bremer Brücke zu crashen. Damani schickte Königs selber auf den linken Flügel, lief dann durch und vollendete sicher keine Chance für Schwäbe unter Mithilfe des Pfostens. Der Gegentreffer, er saß beim VfL Osnabrück, die Bremer Brücke zwischenzeitlich beängstigend ruhig, aber Osna tauchte nach und nach auf. Adi Waku, Menga mit der Möglichkeit, Uaferro aber mit der Monstergrätsche blockt den Schuss des Osnabrücker Stürmers auf Kosten einer Ecke. Die brachte anschließend nichts ein. Es wurde nun eine muntere Partie, in der beide Offensiven die Visiere hochklappten. Marco Königs versucht es mal aus der Distanz, aber der Schuss eine Flugeinlage für Schwäbe. Der VfL Osnabrück berappelte sich anschließend aber wieder. 57. Minute, Enox brachte kurz zuvor den 17-jährigen Simon Tigges und der taucht hier frei vor Boss auf. Tigges 1:1, 23 Sekunden nach seiner Einwechslung bringt er Osnabrück wieder auf die Spur und beschert der Fortuna Gegentreffer Nummer 69, damit die drittmeisten in der Drittliga-Historie. Plötzlich lebte er wieder, der DFB-Pokaltraum an der Bremer Brücke. Die knapp 9000 Zuschauer waren da und auch Osnabrück tauchte offensiv auf einmal richtig gefährlich auf. Kanziora verzieht da knapp 2 Minuten nur nach dem 1:1. Osnabrück aber plötzlich wie ausgewechselt. Die 60 teils lethargischen Minuten zuvor vergessen. Es entwickelte sich ein regelrechter Sturmlauf mit Angriff um Angriff. 71. Minute, Menga klaut da vor dem einschussbereiten Onatelli den Ball. Die Fortuna schaffte es nur selten in der Phase für Entlastung zu sorgen, sah sich vor allem in der Defensive wieder. Einzig Königs tauchte mal gefährlich auf, 73. Minute, er testet aber nur das Außennetz. Stattdessen schon wieder Osnabrück vor dem Tor der Fortuna, Kwame mit diesem Ballgewinn und dann rollt mal ein Entlastungskonter über Oliveira Susav. Er sehr bemüht, sehr auffällig, aber noch nicht wirklich zielstrebig in seinen Aktionen. Mitgenommen haben die Damani und auf rechts läuft durch Lars Bender, 2:1. Lars Bender bringt die Fortuna wieder in Front. Lars Bendex Bender, nicht gerade als Torschütze verschrien, aber mit seinem zweiten Saisontor crasht er hier die Party an der
Bremer Brücke. Mustergültiger Konter der Fortuna von links hinten bis nach rechts vorne. Bender die ganze Seite komplett durchgelaufen, hämmert das Ding dann humorlos ins kurze Eck von Schwäbe. Osnabrück drohte ein enttäuschendes Saisonfinale, nachdem man lange um den Aufstieg mitspielte. Entsprechend der Frust. Menga knallt das Ding da an den Querbalken. 76 Minuten gespielt, danach Safran im Abseits. Aber es brauchte nach wie vor nur ein Tor für den DFB-Pokal, weil Dresden plötzlich gegen Groß Asbach führte. Aber stattdessen die Fortuna. 83. Minute Ecke Bender, Sousa per Kopf und Damani mit dem Dolchstoß. 3:1 für die Fortuna. Party an der Bremer Brücke. Over. Damani machte an diesem Tag den Unterschied zugunsten der Fortuna. 2 Tore selbst erzielt, das dritte von Bender vorbereitet und damit gewinnt die Fortuna nicht unverdient beim VfL Osnabrück. 3. Auswärtssieg in Folge. Sousa zunächst noch am Querbalken gescheitert, Damani aber humorlos hinein zum 3:1. Er mit dem Wohlfühlfaktor Bremer Brücke traf ja auch schon letzte Saison beim 1:0 Sieg. Ja, ich muss schon sagen, das hat was Besonderes hier, wenn man hier so reinfährt, dass alles so eng wird. Selbst mit dem Bus zu parken, ist es schon sehr eng hier. Ja, die Tribüne, es hat so ein bisschen englischen Flair und es macht schon Spaß, hier zu spielen. Naja, prinzipiell war es mir erstmal sehr, sehr wichtig, dass wir heute mit einer guten Leistung, völlig unabhängig vom Ergebnis, diese Saison beenden. Denn wir haben ein wahnsinnig wichtiges Spiel noch vor der Brust in 2 Wochen. Und ich glaube, da tut es einfach gut, mit einem gestiegenen Selbstbewusstsein in dieses Spiel zu gehen. Also diese 2 Wochen Pause mit einer heftigen Niederlage und einer Nichtleistung wäre mit Sicherheit deutlich schwerer zu coachen gewesen. Insofern bin ich erstmal sehr, sehr froh, dass das heute so gut ausgesehen hat. Die Fortuna beendet diese Drittligasaison mit Tabellenplatz 11, sammelte 3 Punkte mehr als im letzten Jahr. Nun kann man eine richtig gute Drittligasaison noch toppen mit dem Pokalfinale am 28. Mai in Bonn gegen Viktoria Köln.